Hallo und herzlich willkommen zu Amnesia. Wir testen. Ich habe das Spiel von Colorout LP geschenkt bekommen. Ihr habt wahrscheinlich die letzten paar Sekunden, Minuten da eben gerade gesehen. Ja, und jetzt teste ich einfach mal, wie leise und laut ich klingen kann. Um den Sound zu korrigieren. Jetzt nochmal ein kurzer Schnitt. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. So. Jetzt ist es berührt. Benutzer die Venierenden Story. Was soll der Müll? Also. Hallo und herzlich willkommen zu Amnesia, The Dark Descent. Jetzt werdet ihr. Nee, das tue ich glaube ich doch nicht hochladen. Also das Spiel habe ich. Nee, doch. Das lade ich hoch. Die Minuten davor einfach vergessen. Ich werde auch verlinken, wenn. Also ich werde auch noch. Im Video sagen, wann es. Egal, ihr will. Ach, egal. Werdet ihr ja sehen. So. Jetzt beginnt es. Das Spiel habe ich von Colorout LP. Wie wir gerade schon gesagt. Partner. Kanal. Abonnieren. Mich davor. Aus reinem Egoismus. Mich davor abonnieren. Nein. Abonniert uns beide. Abonniert alle meine Partnerkanäle. Das wäre am besten. Aber nur, wenn ihr sie auch die Videos seht und gefällt, natürlich, ne? Und wenn... Ja, meine auch halt, ne? Abonnieren. Hauptsache ihr kommentiert und bewertet die Videos. Egal, jetzt beginnen wir einfach die Story, bevor ich mir totsabbel. Habe ich... Nein, nur einen Augenblick. Ich... Das wird wieder so laut. Aber man kann mich hören, das habe ich gerade getestet. Wie gesagt. Ich weiß ja nicht, ob ihr vorgespult habt oder nicht. So, ich spiele das in etwas ab... Dunkelheitsgrad für mich ist das 0,3. Also 3, nicht 0,3, das wäre ein bisschen zu dunkel. 3. Moment, ich überlege noch, ob ich das dunkler machen werde. Ja, und jetzt laden wir Ladenbildschirm. Ich hoffe, das Spiel läuft flüssig und so weiter. Ich habe die Demo mal gezockt. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... Yes. I am Daniel. So, als hätte er beinahe seinen Namen vergessen. Oh Gott. Hi. Oh nee. Das ist der Bereich wie in der Demo. Es ist schrecklich. Hä? J? J? Achso, das ist F. Einen Augenblick. J? Aha. Tagebücher. Memo Nuke. Okay, ich habe mich darauf komme ich selber. Aber im Moment will ich jetzt mal gucken. Ich glaube, das ist der Bereich in der Demo, den ich gezockt habe, aber vielleicht kenne ich den ersten paar Minuten also nicht wundern. Das Spiel spiele ich blind. Irgendwie schwappe ich rum. Und das Spiel interessiert mich gerade jetzt sehr interessant. Ich habe die Demo ja nur auf Englisch gezockt. Nicht deutsch untertitelt. Und hier. Ah ja, roten Spur folgen. Okay, beim Sprintel weiß ich jetzt auch. Warum zur Hölle? Was ist hier los? Nicht runterfallen. Kann ich meine Beine sehen? Ah. Ich habe es übrigens dunkler gemacht in meinem Zimmer. Jetzt beträgt es einen 0,8 Wert. Die gedrückt halten.
jetzt haben wir 3. Das Spiel wird gruselig. Zumindest wird es als einer der gruseligsten Games, die es gibt, gezeigt. Ich weiß nicht, wann es rausgekommen ist. Ich glaube 2010? Herbst? Oder Dezember, ich weiß es gerade nicht. Winter. 11 oder 10. Ich weiß es gar nicht. Entweder piept gerade das Haus oder ich. Der mein geistiger und körperlicher Zustand ist auch gerade ganz klar. Hilfe. Hilfe. Oder auch nicht. Aha. Also mir, ich finde nicht glasklar, was es überhaupt damit was zu tun hat. Hallo. Oh Scheibenkleister, worauf habe ich mich hier wieder eingelassen? Wenigstens läuft das Spiel flüssig. Ich mag das! Was zur Hölle? Das warst du, blöd. Mach die Tür. Nee, Tür auflassen. Egal, lass mal so. Eieiei. Dass ich aber so kibbel, das ist ja nervig. Auf. Auf. Geheuer. Ungeheuer. Schade, dass man nicht Kleidung mitnehmen kann. Ich weiß nicht, ob mein Shift etwas schneller ist. Worum geht's hier eigentlich? Ich bin, also wir heißen Daniel. Also er, die wir spielen. Mich nennt ihn einfach Jones. Nee, nennt ihn nicht Jones, sondern Daniel. Ja, egal, nennt ihn Daniel. Dazen. Aha. Das. Leichte Kopfschmerzen. Natürlich. Ach so, jetzt ein Lösung. Ich meine, da oben ist nicht. Was ist das? Übrigens nochmal danke an Carla Rodderpil für das Spiel. Das zeige ich dir wie immer mal wieder irgendwann mal ein. wie kann man denn diese Büchsen auswählen? Oder muss man irgendwas antippen? So wie ein Click and Point Adventure. Ich würde sowas nicht unbedingt beunruhigen. Ich würde lachen. Okay, gut. F und so weiter. Aha, kann ich lesen. Ja, bleib da.
Das war so unwichtig. Das ist Dings. Shift dies Freundin da. Champagner. So, falls jemand fragen sollte, wer ist das? Komisch, hier führt es nicht. Ach, da. Ja, wegen der Tür habe ich mich eben gerade wieder erschrocken. Wann hatten wir das letztes Mal? Ach ja, ich glaube, das war irgendwie ein Silent Hill. Wer weiß, wie viel wir haben, so. Erdbeben. Einfach Erdbeben. Einfach Erdbeben. Gib mir das Buch. Hopp. Von wem war das Spiel nicht von Valve, ne? Wegen der Physik. Oder ist das typischer Hellfog-Physik? Nee, die ist besser. 100%ig. Ich mag nämlich einfach Physik nicht, die ist so einfach. Wartet. Was wollte ich jetzt? Rätsel lösen. Genau, wir gucken einfach mal. Haben wir irgendwelche Notizen? Nein. Tagebücher? Nein, nein. Ich weiß ja gar nicht, was da ein Tagebuch kam. Müssen wir nicht. Es ist ja Licht. Obwohl, es wird irgendwann dunkel. Aber nee, nachher. Wie soll man ziehen? August 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. Uh-huh. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. Huh? One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Kapiert. Okay. Vergiss das. Ein Schalter. Oh. Leichte Kopfschmerzen. Und jetzt? Okay. Müsste es mir eigentlich besser gehen, soweit ich weiß. Noch nicht. Wirklich? Ich dachte einfach nur und schlug sein Opfer mit einem Stein. Das Rätsel, das Spiel ist komisch. Ich weiß nicht mal, worum es geht. Ich weiß nur, dass wir jetzt einen Alexander tun und ihn töten sollen. Und das. Wir haben einen Trank getrunken, den wir. Wo wir alles vergessen haben, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt müssen wir das zu Ende bringen. Die Vergangenheit holt immer einen wieder ein. So einfach. Das Sprichwort. Und jetzt. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking.
Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Was zur Hölle? Habt ihr die Figuren gesehen? Die Geister hier? Nein, Scherze meine ich. Ich habe nichts gesehen. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, dann war da was. Ja, gut so. Wiedersehen. Anscheinend war dieser Alexander unser Freund oder sowas. Oder unser Lehrer. Irgendwie so in dem Sinne. Naja, mal sehen, was das hier noch so geben geht. Gibt. Geben wird. An. Öl und Büchsen. Und das Spiel kenne ich doch noch nicht. Also. Sehen wir auch nicht. Oh Gott. Verdammt! Ist denn vielleicht jemand auf die echte oder auch nicht? Alter, das ist so kompliziert. Hilfe! Also sie verschwinden nicht. Und haben Angst vor mir. Könnten unecht sein. Oh! Alter! Ich bin hier vom Stuhl! Shame, das ist das. Alter, das ist mir peinlich. Wenn ich das Video meine Freunde, also meine Real-Life-Freunden zeige, dann die dachten jetzt. Alter, ich bin gerade echt vom Stuhl gefallen, beinahe. Ich bin, also eigentlich bin ich vom Stuhl gefallen, nur halt, ich habe mich noch gehalten. Okay, am Ende kriege ich Gänsehaut. Aber nur weil ich mich eben gerade erschreckt habe. Sonst und wegen dem Staub da. Der gerade hochgepäppelt worden ist, aber sonst alles in. Das ist Psycho-Spielchen. Wenn ich rechts nehmen würde, würden sie das wahrscheinlich erwarten. Aber genau das erwarten sie, dass man nicht rechts nimmt. Weil man das erwartet. Wartet, ich soll abhauen. Also nicht rechts nehmen, aber das, genau das erwarten sie ja. Ich nehme Freitod. Ich springe. Nein. Wir nehmen links. Ich dachte, da wäre ein Riesenmonster jetzt gerade drin. Hallo, es ist hell. Ich muss ja irgendwie. Oder ist das eine Illusion? Oh Gott. Leicht der Kopfschmerz. Hätte mich jetzt gewundert, wenn wir höher. Ja. Dicht. Was war das? Licht, mein Freund. Licht ist mein Freund. Schieben. Kommen wir nicht daher? Nee, von da unten kommen wir her, ne? Ja. Nein. Genau. Ach, genau. Doch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich bin von unten gekommen. Also, da rechts ging es weiter und dann... Also, ich bin da rausgekommen, bin da unten, dann bin ich rechts abgebogen. Hätte Sinn ergeben, aber ist falsch. Wir gehen da jetzt einfach rein. Wenn man springt, ist man schneller. Wie lange filme ich jetzt? Hat geklingelt? Er fiel aus den Küchenbogen, Tränen lief mir über das Gesicht, als er den ersten Tritt in seinen Bauch spielte. Ernst? Sieht sich aus.
Den Schrei muss ich mir gleich auf der Aufnahme angucken. Ich werde ja mehr ehrlich, ja. So. Wir sehen uns gleich. Wartet, Schnitt. Kommen zwei Jungs mit GTA 4 an. Also von meiner Schwester, die Freundin, sein Bruder und sein ihr Bruder kam gerade an mit einem Freund von ihm, den ich per Zufall am Donnerstag in der Stadt gesehen habe. Das ist, muss ich euch jetzt erzählen. Und wir sind ja klein, ne? Und die kam, zeigt er mir GTA 4 und fragt, ob ich Zeit habe. Ich dachte so, eigentlich hätte ich ja keine Zeit. Also, nein. Vor allem, beide sind 13. Geht ab 4, es geht gar nicht. Gruß, Jesus. So, eigentlich wollte ich jetzt aufhören zu Let's Play, aber ich mach noch ein Stück. Ein Stück. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. So, bin gleich wieder da. Es hat wieder geklingelt für die Ehre. Falls ihr nicht auf Pause gedrückt habt, gucken wir es jetzt an. Nee. Ach so. Das wäre ja nervig, wenn ich diesen ganzen Geklingel da. Boah. Oh, die kann man bewegen. Boing. Das war unlogisch. Egal, ich mache hier jetzt aus. Ich sage tschüss, gute Nacht. Falls ihr es abends guckt, das ihr wahrscheinlich gucken werdet. Ich werde es abends erst veröffentlichen. Gute Nacht und tschüss bis zum Morgen. Ich werde es jeden Tag jetzt Let's Play. Nein, ich werde es Let's Play, wenn ich Zeit habe. So, tschüss bis zum nächsten Mal. Euer Jones, das ist neue Spieltipps. Und der Trockner ist jetzt aus. Ich werde irre. Bei Let's Play Amnesia The Dark Descent oder so. Falls ich es falsch ausspreche, bitte in den Kommentaren schreiben. Tschüss. Nee, das ist nicht F9. Was war denn das denn? Hallo? Wo ist F9? Tschüss.